Und damit herzlich willkommen hier auf meinem kleinen Kanal mit einem neuen Projekt namens Firewatch. Viele kennen es vielleicht schon, viele haben es vielleicht schon selber gespielt, selber irgendwo anders mal sich angeschaut. Ich habe mir mal 2, 3 Folgen, glaube ich, damals bei PewDiePie oder so angeschaut. Aber das ist so lange her und ich habe keinerlei Erinnerung mehr, aber ich fand, dass es sich vielleicht zu spielen lohnt. Und momentan ist Summer Sale und du kriegst das Spiel hinterhergeschmissen. Also dachte ich mir, warum nicht? Guckst du mal rein, du brauchst eh ein neues Projekt. Und du wolltest es immer spielen. Campo Santo präsentiert in Zusammenarbeit mit Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Hi Julia. Ah, ich muss klicken. Okay. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter. Ende 20. Sie unterhält sich gut. Mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt? Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Hat trotzdem gefunkt. Warum nicht? Okay, wir sind im Fahrstuhl und haben einen Rucksack. Sind wir Lieferant? Oh, rein mit dir. Und zu das Ding. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist einfach toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt doch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütigen blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnt ihr nicht zustoßen. Es ist ein imposantes Tier. Boah. Es ist schwierig. Ihr entscheidet euch für den Beagle, sie tauft ihn Bucket. Ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Komm, sie hat sich in den Beagle sofort verliebt. Auf jeden Fall nehmen wir den Beagle. Komm, das war Liebe auf den ersten Blick wie bei uns. Was sollen wir uns dagegen stellen? Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt ihr gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer, es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie.
Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder für irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Es wäre schön, eines Tages. Wozu die Eile? Warum nicht? Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Zack. Okay. Wo sind wir denn? Thoroughfare Trailhead. Learn to live with bears. Do not forget to check in. No fireworks. Not recommend in. Aha. Aber wir scheinen das öfter zu machen. Warum habe ich das Gefühl, dass gleich was ganz Schlimmes passieren wird? Fire danger today. Das Maximum. Und zwar nicht unbedingt mit uns. Ich mach mal die Musik so ein bisschen leiser. Wenn die jetzt die ganze Zeit so laut bleibt. Haben wir unseren Rucksack eigentlich? Haben wir auf. Okay. Bestimmt haben wir einen an. Safe. »1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt.« Boah, das ist beides nicht geil. Du ignorierst sie. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr noch immer ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln an. Wie He-Man? Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Komm, wir tänzeln rum wie ein Victoria's Secret Model. Julia hatte recht. Du siehst gut aus. Und zack. Ach, schön wieder hier zu sein. Ein bisschen frische Waldluft. Und ein Sonnenuntergang. Was will man mehr? Two Forks Fire Lookout. 8 Meilen. Na los. Wunderschön. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren.
In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Oh mein Gott. Einer von ihnen versucht, euch mit einem Messer auszurauben. Er tritt Bucket. Bu-ba-fa! Verdammter Hund! Schreit Julia. Oh, schreit Julia. Verdammt. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Eieiei. Sie stellt sich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe und drohst ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. Ich glaube, das wäre der Moment, hätten wir den Schäferhund genommen. Wären wir zwar auch sicherer gewesen, aber es hätte an der Gesamtsituation nichts geändert. Also von daher wären wir sehr wahrscheinlich wieder an der Ausgangssituation und damit am gleichen Ort wie jetzt, nämlich am Fluss. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Das ist genau wie Massachusetts. Ihr wisst, was ich meine. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Oha. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Boah. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Oh mein Gott. Bist einverstanden, wenn sie pendelt. Ich bin einverstanden, wenn sie pendelt. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden. Aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Und wenn es das ist, was sie möchte. Es ist wirklich die bessere Idee, statt dir das auszureden, weil am Ende tut man sich halt keinen Gefallen. Weder ihr noch man sich selbst. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Ah. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Ah. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihnen Bücher zwei Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht, es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Ich finde, wir sollten vielleicht mit jemandem Professionellen darüber reden. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Oh mein Gott. Ihr beschließt vorher, niemanden davon zu erzählen. Unser kleiner Ausbruch ist immer mal wieder in die Natur. Kann ich verstehen, ist auch ein geiles Hobby. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nur in einem Haus weniger anstellt.
Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. Puh. Oh mein Gott. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. ...1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann. In einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Ich glaube, das ist mit die schwerste Entscheidung, an die man gerät. Wenn man sowas erlebt. Aber es wird ja nicht besser. Es wird ja schlimmer. Es ist ja nichts, woran man arbeiten kann. So scheint es zumindest. Und vielleicht sind wir dann auch nicht mehr gut oder... Wir können halt auch nicht rund um die Uhr da sein, weil wir selber noch arbeiten müssen. Und so wie sich das anhört... Ich meine, sie hat ja schon einen Pfleger. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist. Kommen wir wohl nicht weiter, hm? Na gut. Dann halt wieder zurück. Ihre Eltern sind mit der Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch jeden zweiten Tag.
Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn du mich jemals so wie Henry in dein Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab. Glaubst du, bekommt jeder deiner Freunde von seiner Frau zu hören. Du beschließt allmählich, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. Julias Schwester Susan zieht nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich. Manchmal begleitest du sie. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du sollst schreiben. Du sollst schreiben, wenn du schon keinen Therapeuten aufsuchen willst. Denn das willst du nicht. Du hast Susan schon immer sehr gemocht. Monate vergehen, Bucket stirbt. Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht an ihn erinnern. Manchmal dauert es eine Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie seltener, immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich, glaubst du. Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Den Einstieg in das Spiel habe ich mir anders vorgestellt. Wesentlich anders vorgestellt. Mir steckt jetzt gerade so ein richtiger Kloß im Hals. Wow. Aber es war klar, dass wir einen Job finden, der unserem größten Hobby und unserem größten Ausgleich sehr ähnlich sieht. Da sind wir. Wir sollten den Strom anschalten. Läuft sogar. Hello, Two Forks Tower. Hallo? Hallo? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du hast drei Ehemänner umgebracht, du rebellierst gegen deine Mutter, zu Hause kann dich niemand leiden. Komm, ich nehme aus Spaß die drei Ehemänner. Okay. You've killed three husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Very good. Bravo, Henry. Danke. Can I sleep now? Not quite. Now you. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Henry, well, I guess good afternoon.
You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Ach, da ist es. Okay. Oh, ich hab wohl verschlafen. Hey, sorry. Guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Whew. Yeah, Jesus. I guess it's, what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Was? Fucking fireworks? Wo denn? Tut mir leid, ich bin schlecht in Himmelsrichtung. Da vorne. Ja. Kompass benutzen. I need you to confirm. Do you see them? Ah. Ja. Ja. Aber ich kann das nicht. Are you seeing this? Ja, ja, ich kann dir nicht antworten. Jetzt. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set them straight. Ja, okay. Kann ich Ihnen einen Strafzettel ausstellen? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Warum nicht? Praktisch. Convenient. That's one word for it. Okay. Ja, meine Lieben. Wir sind jetzt hier. Wir haben unseren ersten Auftrag. Bin ein wenig schwermütig, muss ich zugeben. Aber wir sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich freue mich auf euch. Dann, macht's gut. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder los sind und sie uns isoliert.